Katharina hatte ja mit dieser Freundin da, mit dieser Petra, mit dieser ominösen telefoniert, die es anscheinend wirklich gibt. Und da hatte die wohl gesagt, wir könnten ja Sabine jeden Monat 20 Euro zukommen lassen. Da hat Katharina ganz zu Recht gesagt, das hatten wir in der Vergangenheit bereits angeboten, aber Sabine hat das abgelehnt und will immer nur Futterspenden haben, ja. Und bei den Operationen habe ich gesagt, ich kann das nicht bezahlen. Und hat sie gesagt, sie macht es, was gemacht werden muss, muss gemacht werden, ja. Und mit keiner Silbe wird auf die Lügen eingegangen. Die sagt jetzt, die wohnt in Kassel, die Sabine. Und uns hat sie erzählt, der Bruder wohnt in Bad Hersfeld. Hier ist jetzt die Rede von Kassel. Ja, die lügt die vielleicht auch an, weißt du? Also, ja. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Sabine hat dann, wie gesagt, Meldung geschickt. Da fingst du dann wieder an. Ihr könnt ja Hund, bitte. Jetzt habe ich alle Kontakte blockiert von ihr.